Moin Leute, wie geht's? Ich bin gerade mega happy, weil es beim Bankdrücken richtig vorangeht. Ich hätte echt vor ein paar Monaten oder Wochen nicht gedacht, dass es echt so schnell, so gut vorangeht. Heute 140 Kilo 5x5 gemacht beim Bankdrücken. Das finde ich echt schon, kann ich mir auf die Schulter klopfen. Also das kann ich selber kaum glauben, sage ich jetzt mal. Das ist ja schon eine ganz gute Leistung, sage ich jetzt mal so. Und ja, will jetzt nicht weiterreden, aber es geht halt darum, dass es halt irgendwie in letzter Zeit so schnell voranging. Ich hatte vor ein paar Wochen noch gedacht, so, oh cool, vielleicht schaffst du bald mal 130 Kilo für 5 Wiederholungen und dann irgendwie ein paar Wochen später schaffe ich dann 140 für 5 Wiederholungen. Also da bin ich echt, also das finde ich echt toll, da macht es dann Spaß zu trainieren und denkt man auch, super, hat sich's gelohnt, dass du mal ein bisschen drauf geachtet hast, dass du genug isst und so. Ja, also das ist so die erste gute Nachricht, seht ihr ein paar Sätze vom Bankdrücken. Alles ganz easy, schön mit Pause meistens. Die einzige Sache, die noch so ein bisschen am Hapern ist, sage ich jetzt mal, ist, dass das Gewicht mittlerweile so schwer ist, dass meine Handgelenke das nicht mehr ganz so halten können. Vielleicht seht ihr es in einem Satz auch nochmal, da muss ich so stoppen, da geht es teilweise auch so runter und nicht, weil jetzt in der Brust oder Trizeps die Kraft nachlässt, sondern einfach, weil meine Handgelenke das nicht mehr richtig halten können und dann ich praktisch fast so das Gleichgewicht verliere. Mit der Hantel. Deswegen benutze ich jetzt bei dem höheren Gewicht auch Handgelenksbandagen. Ich versuche natürlich wieder davon wegzukommen, aber jetzt, sobald ich irgendwie mit 140 Kilo oder so arbeite, ist es oder mehr halt, wenn ich One Rep Max Versuche mache, dann brauche ich die Bandagen halt noch. Ich hoffe bald nicht mehr, dass ich mich bald dran gewöhne. Ich hoffe, dass wenn ich irgendwie Kurzhantelbankdrücken mache, dass ich da ein bisschen meinen Unterarm trainieren muss. Weil natürlich dadurch, wenn ich die Hantel so benutze, eine Kurzhantel, muss man ja viel mehr stabilisieren und hoffe dadurch, dass ich sozusagen ein bisschen da meine Unterarm-Stabilisationskraft aufbauen kann. So, also das dazu, Bankdrücken geht voran, ich bin super happy, mal gucken, wie weit das kommt. Vielleicht schaffe ich ja dieses Jahr doch noch 180 Kilo, wer weiß, wie viel Monat habe ich noch, heute ist der 30. September, das heißt Oktober, November, Dezember, naja, 3 Monate, mal schauen. Das andere ist, ich habe Probleme mit meinem Beinbeuger. Das eine ist, dass der so ein bisschen gezerrt ist, der Beinbeuger, der sozusagen den Unterschenkel so nach oben zieht, der dafür sorgt, dass das Knie sich beugt. Falls ihr das jetzt versteht, Beinbeuger hat ja 2 Funktionen, einmal Kniebeuge und einmal Hüftstreckung. Und eigentlich sind das ja auch 2 verschiedene Muskeln, die sind nur so an derselben Stelle und heißen irgendwie beide Beinbeuger. Naja, das erstmal so gesagt, das heißt, der eine Teil des Muskels ist sozusagen gezerrt, deswegen kann ich gerade keine Kniebeuge machen. Das weiß ich jetzt, versuche ich einfach das nicht zu belasten und irgendwann kann ich dann wieder Kniebeugen machen. Beinpresse geht aber, Kreuzheben geht auch, alles super. So. Ihr wisst ja vielleicht auch, dass mein Rücken beim Kreuzheben ein bisschen einrundet. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Andere sagen, hey, ist aber ganz scheiße, mega scheiße Technik, kannst überhaupt nicht kreuzheben. So, da habe ich jetzt auch eine Lösung für. Oder beziehungsweise habe ein bisschen Ursachenforschung betrieben. Und was ich jetzt glaube, was es ist, woran ich jetzt mal arbeiten muss, ist, dass auch mein Beinbeuger, aber diesmal der Beinbeuger, der für die Hüftstreckung zuständig ist, ist zu schwach. Ist viel schwächer als der Gluteus. Und folgendes ist nämlich, wenn ich anfange zu heben, dann ist bei normalem Kreuzheben wäre als erstes Kurlast auf dem Beinbeuger und dann je weiter man nach oben kommt, ist es dann mehr Gluteus. So, aber jetzt denkt sich mein Körper, scheiße Mann, mein Beinbeuger ist übelst kacke schlecht und deswegen krümmt er sozusagen den Rücken ein, dass dann verändert sich der Winkel von der Hüfte und dann kommt früher der Gluteus rein und ich kriege das Gewicht noch locker nach oben. Dumm ist nur, dass halt sich mein Rücken einkrümmt und das natürlich Gefahr für Verletzungen ist und so weiter. Und naja, wie ihr halt schon die ganze Zeit seht, versuche ich da halt gegenzuarbeiten, indem ich pausierte Deadlifts mache. Und das heißt, ich versuche unten in der Position, wo halt die große Spannung auf dem Beinbeuger ist, versuche ich das ein bisschen zu halten und dann hochzugehen und dann sozusagen meinen Körper sozusagen zu zwingen, hohe Time and Attention auf den Beinbeuger zu haben.
um den gezielt zu stärken. Ich könnte jetzt noch rumänisches Kreuzheben machen, habe ich aber nicht gemacht. Ich halte jetzt erstmal Pause Deadlift für besser und ja, mehr kann ich jetzt auch erstmal gerade nicht machen. Und ja, dann habe ich das halt gesteigert, als erstes mit 100, dann mit 140 und dann mit 180. Und ich muss sagen, der 180er Satz war schon hart. Ich hätte jetzt gedacht, 180 mal 5 sind jetzt nicht so krass. Ich habe ja auch schon 225 mal 5 gemacht. Aber dadurch, dass man das halt so langsam hochzieht, dann eine Pause macht und dann hochzieht und dann habe ich es auch noch versucht, wieder sanft abzusetzen. Dadurch hatte man sozusagen, war man die ganze Zeit so unter Last, weil normalerweise ziehe ich ja so hoch, so zack hoch und wieder runter und zack hoch und wieder runter und da hat man dann sozusagen viel weniger Belastung auf dem Körper, als wenn man das so langsam hoch, langsam wieder runter. Da wurde mir echt schwindelig nach dem Satz, das war ganz schön krass, aber ich habe es überlebt. Mal schauen, wie ich so die nächsten Tage mache. Und ja, das dazu hoffe, dass mal irgendwann mein Beinbeuger so stark ist, dass ich beim Kreuzheben auch keine Probleme habe. Ja, und danach, was kann ich sagen, dann habe ich noch ein bisschen Rücken trainiert und auch noch ein bisschen Seitheben trainiert. Nur der Vollständigkeit sein. Der Vollständigkeit halber. Naja, so sagen wir es, ne? Spiegel ist ein bisschen dreckig im Equit. Sieht man hier wunderschön, wenn da die Sonne rauf scheint. Und sonst war es das von mir eigentlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.